So, nachdem ich weiß, warum Sie hier sind, auch mal ein kurzes Wort zu mir selber. Martin Emmerich, ich bin 38 Jahre alt und bin vom Hintergrund Diplompsychologe und auch Psychotherapeut nach dem Heilpraktikergesetz. Man nennt es auch den kleinen Heilpraktiker. Ich darf also auch therapeutisch arbeiten, was genau für dieses Verfahren ganz hilfreich ist. Weil das manchmal auch ein bisschen im therapeutischen Bereich geht. Nicht immer, aber es kann passieren. Und ja, bin hier aus Stuttgart, aus Bad Cannstatt. Habe davor in Tübingen Psychologie studiert. Komme aber eigentlich aus Schwieberdingen. Kennt das jemand? Ja, so. Ich habe es also nicht weit gebracht in meinem Leben. Ungefähr 40, 50 Kilometer weit. Eben erst von Schwieberdingen bis nach Tübingen und jetzt wieder nach Bad Cannstatt. Also in Deutschland hat sich mein Leben in einem sehr engen Radius abgespielt, eben hier so um Stuttgart herum. Ja. Habe aber auch ganz lange im Ausland gelebt, 3 Jahre in den USA und 3 Jahre in Italien und arbeite jetzt auch sehr viel als Trainer und als Coach im Ausland. Der Herr Müller hat es ja gerade kurz erwähnt. Ja, wer sich sonst noch ein bisschen für mich interessiert, ist eingeladen, diese DVD anzugucken. Die kostet natürlich nicht 39 Euro heute, sondern ist ein Geschenk. Und da können Sie mal gucken, was ich sonst so mache. Hat ein Kamerateam mich einfach mal begleitet bei meiner Arbeit. Da finden Sie so ein paar Szenen aneinander geschnitten, wo Sie so noch einen Eindruck kriegen von anderen Themen und anderen Vorträgen. Dem Flyer hier können Sie entnehmen, ja, was ein paar Bücher, die ich geschrieben habe, die 4 neuesten Bücher, auch über Coaching und Management und Führung und so weiter. Und hier drinnen sehen Sie eben diese ganzen Sprachen, in denen ich arbeite, auch ein paar Leute aus meinem Team und die Firmen, für die ich im Moment arbeite. Ich mache gerade ziemlich viel für Hugo Boss in Metzingen und hier in Stuttgart auch für den Daimler. Das sehen Sie hier links auf der Seite und für Adidas und Puma. Und bin also hauptsächlich als Coach tätig. Ab und zu arbeite ich auch psychotherapeutisch, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Thema Coaching. Ich bilde auch Coaches aus. Das ist Ihr drittes Handout. Das finden Sie hier in der Ausbildung zum systemischen Business Coach. Und ein Teil aus dieser Ausbildung ist das, was Sie heute Abend erleben. Ein Teil, wenn Sie da mal aufschlagen, Modul 7. Hier an der Innenseite, in diesem Coaching-Flyer, sehen Sie, dass das relativ spät kommt. Also es ist das vorletzte Modul in der Ausbildung, weil es schon ziemlich schwierig auch ist, das richtig und gut zu machen. Aber bei Modul 7 sehen Sie eben provokative Therapie nach Frank Farrelly. Challenge-Coaching, ja, ist fast das Gleiche. Challenge heißt den anderen herausfordern, den anderen ärgern, provozieren, foppen. Und das lesen Sie auch noch hier, Nutzung von Humor und Reframing. Das ist auch eine ganz wesentliche Komponente von der ganzen provokativen Therapie, dass Sie mit Humor arbeiten, dass Sie den anderen zum Lachen bringen, dass es ihm wie Schuppen von den Augen fällt, wie er bisher gelebt hat. Ja, gebe ich gern noch später ein bisschen nähere Infos, falls Sie Interesse daran haben, selber so als Coach zu arbeiten. Ich finde es sehr, sehr spannend und sehr inspirierend, vor allem, wenn es dann eben in ganz Europa zumindest sich auch abspielt. Ja, liebevolle Provokation nach Frank Farrelly. Wie gesagt, meine Hauptanwendung ist im Coaching. Und bevor ich einsteige, speziell in diese Form des Coachings oder in diese Form der Therapie, möchte ich mal voranstellen die Frage, was ist überhaupt ein Coach? Was macht ein Coach? Was ist ein Coach? Was ist die Aufgabe von einem Coach? Gibt es dazu irgendwelche Meinungen? Ja, bitte. Ein Betreuer, ein Trainer? Okay, was ist der Unterschied zwischen Trainer und Coach? Ja, das kann man so, würde ich so unterstreichen hören. Also Trainer ist allgemeiner, Coach ist persönlicher. Was noch? Was macht ein Coach?
Genau, begleitet und lenkt mit einem hoffentlich breiten Methodenarsenal. Ja? Mit hoffentlich einem breiten Methodenarsenal. Und eine Methode ist eben die Provokation. Ja? Aber es ist hoffentlich nicht die einzige. Ja? Okay, was noch? Was gibt es noch für Meinung über Coach? Ja? Genau, genau. Ich möchte Entwicklungspotenziale aufzeigen. Ja. Das ist alles schon sehr gut und geht in mein Verständnis von Coach. Es gibt allerdings auch ganz andere Verständnisse von Coach. Und das möchte ich zur Einleitung mal darstellen in einem kleinen Rollenspiel, was mein Verständnis von Coaching ist und was nicht. Und Sie sehen hier aufgebaut einen Stuhl für einen Klient und wir nehmen mal an, dem sein Anliegen ist, dass er Probleme hat in seiner Beziehung. Ja, akute Ehekrise. Und jetzt kann ich als Coach natürlich an das Thema ganz, ganz unterschiedlich herangehen. Ich habe hier drei Stühle aufgebaut für drei verschiedene Verständnisse von Coach, was Coach alles bedeuten könnte. Und ich fange mal mit dem ersten Coach an. Und Ihre Beobachtungsaufgabe ist zu schauen, was ist das für eine Philosophie von Coaching? Ja, wie arbeitet dieser Coach, ja, der jetzt hier den Klienten sitzen hat mit Eheproblemen? Okay, also Coach Nummer 1. Ja, Herr Mayer, Eheprobleme, da kenne ich mich aus. Ich bin selber glücklich, sehr glücklich verheiratet seit 20 Jahren. Und das Wichtigste ist, Sie müssen einfach miteinander reden. Ja? Wir werden jetzt gemeinsam einfach einen Plan erstellen und da zeige ich Ihnen genau, in welchen Zeitfenstern Sie pro Tag wie viele Minuten mit Ihrer Frau reden und dann, wenn Sie sich genau an meine Vorgaben halten, dann werden auch Sie, genau wie ich, eine glückliche Ehe haben. Ja. Was ist das? Coach? Genau, ein Ratschläger, das finde ich ein sehr schönes Wort. Ratschläge sind auch Schläge und als Symbol habe ich gewählt die Peitsche, ja, weil dieser Coach, der peitscht eine Meinung ein. Ja, manchmal habe ich hier für den auch schon einen Trichter gewählt, der trichtert eine Meinung ein. Aber es gibt so Leute, das ist keine Persiflage, so Leute gibt es echt da draußen, die so als Coach arbeiten, die letztlich ihr Weltbild auf den Klienten übertragen und dem genau sagen, was er machen soll. Und da kann ich nur dazu sagen, Ratschläge sind auch Schläge. Gefällt mir sehr gut. Ratschläger, das werde ich aufnehmen. Das ist ein Ratschläger, ja, der den Klienten erschlägt mit seiner Besserwisserei. Ja, der präsentiert sich sehr kompetent, sehr eloquent und er weiß nicht nur alles, er weiß auch noch alles besser und versucht es jetzt dem Klienten aufzuoktroyieren. Erster Typus. Entspricht nicht meinem Coaching-Verständnis. Jetzt kommt der zweite. Wieder gleiches Thema, Klient sagt, ich habe Eheprobleme, dann sagt der Coach hier, oh Herr Mayer, das tut mir leid, ich kann mir jetzt genau vorstellen, wie es Ihnen geht. Oh. Wenn Sie möchten, lassen Sie Ihren Gefühlen einfach auch jetzt freien Lauf und weinen Sie ruhig ein bisschen, ich bin für Sie da. Ich höre Ihnen zu, ich fange Sie auch auf und ich möchte einfach so jetzt hier so rüberbringen, so ich bin okay, du bist okay und wir können da jetzt einfach so ganz offen auch so, ich sag mal so, auch über Ihre Gefühle so einfach reden, das tut einfach gut und ich fände, wir duzen uns auch, also ich bin der Martin, wie geht's dir jetzt? Hm? Auch ein Coach? Bitte? Ein Sumpf, das ist ein interessantes Bild. Ja, wieso Sumpf? Genau, genau, genau. Und ich will es nicht lächerlich machen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Technik, das Empathischsein. Ja. Viele von Ihnen kennen vielleicht auch die Psychotherapieform nach Carl Rogers, ja, und weitergeführt von dem Ehepaar Tausch, die auch schon hier im Hospitalhof waren. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache, empathisch, gut zuhören,
wenn man nur das macht, finde ich es ein bisschen wenig. Ja? Wir nennen das dann immer abrotschern. Ja? Wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du den Klienten einfach abrotschern. Das heißt, du hörst einfach zu, paraphrasierst, wiederholst, was er gesagt hat. Ja? Kann man auch Papageientherapie nennen. Ja? Man wiederholt das einfach und sagt, ja, okay, das heißt, jetzt fühlst du dich schlechter, als wo du noch vor 5 Jahren frisch verheiratet warst. Das kann ich gut verstehen. Und ich merke jetzt, du bist traurig und so weiter. Ja? Dafür habe ich auch ein Symbol, nämlich Taschentücher. Heul dich erstmal aus, voll auf der Gefühlsebene. Wie gesagt, sehr wertvoll. Aber wenn es nur das ist, ist es für mich auch kein Coach. Und natürlich schon gar kein provokativer Coach. Das ist, wenn man so will, das Gegenteil vom provokativen Coach, der eben versucht, durch sehr viel Wärme, durch so eine Wohlfühlatmosphäre, eine schöne therapeutische Atmosphäre zu generieren. Was aber nicht immer und für jeden Patienten oder Klienten hilfreich ist. Das ist auch kein Allheilmittel. So, jetzt kommt der dritte Coach. Wieder gleiches Thema, Eheprobleme. Und der macht es so. Ja, Herr Meier, schönen guten Tag. Freut mich, mit Ihnen zu arbeiten. Mich würde als erstes mal interessieren, was muss am Ende unseres Coachings hier passiert sein, dass Sie sagen, das war für Sie wertvoll? Und jetzt würde mich interessieren, was glauben Sie denn, wenn Ihre Frau hier säße auf dem Stuhl, wie würde die denn jetzt die momentane Situation schildern? Und was mich auch noch interessieren würde, angenommen, Sie lösen jetzt die Eheprobleme und schauen in 5 Jahren zurück auf heute, was glauben Sie, hat Ihnen geholfen, diese Krise durchzustehen? Ja, vielleicht mal so weit. Die Antworten vom Klienten habe ich aus Diskretionsgründen weggelassen. Aber ja, wie könnte man das beschreiben, so vom Verständnis, was hier der Coach vielleicht für eine Philosophie hat? Bitte? Genau, Ziel, also zielorientiert. Ja, okay. Genau, ganz wichtig, ressourcenorientiert, zielorientiert. Ja, was noch? Genau, unbedingt, ja. Überlässt die Verantwortung von dem Klienten. Wir hatten hier eine Peitsche und hier die Papiertaschentücher. Was hätten Sie für eine Metapher im Kopf für diese Art von Coach? Ein Schlüssel, finde ich schön. Okay, ja, das ist schön. Man muss einen Schlüssel finden. Okay, was noch? Ein Spiegel, sehr gut. Ein Spiegel. Ne? Das heißt, mein Job als Coach ist nicht wie hier, ihm die Lösung zu sagen, auch nicht nur die Tränen zu trocknen, sondern mein Job ist, ihm einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, guck mal, so siehst du aus. Ja? Schau dich mal an. Ja? Schau dich mal von allen Seiten an und reflektier dich auch mal in der Wahrnehmung deiner Frau. Ja? Die eine Frage war ja, wie würde deine Frau das? Also die Multiperspektivität, der Perspektivwechsel, den ich versuche herzustellen, wenn ich frage, Mensch, wie sehen denn das deine Kinder? Und was sagen denn deine Frau? Oder auch, es ist ja auch ein Perspektivwechsel, wenn ich sage, geh mal in die Zukunft und schau zurück. Ja, auch das ist ein Perspektivwechsel. Also ich versuche, ihm viele Blickwinkel zu geben, viele Perspektiven zu geben, damit er sich ja, selbst reflektiert. Also eine der Hauptaufgaben ist, die Selbstreflexionsfähigkeit zu erhöhen, die Selbstheilungskräfte anzuregen. Ja, und er sieht dann schon selber, oh, da habe ich einen Pickel, muss ich mal was machen, vielleicht muss ich meine Ernährung umstellen. Ja. Aber ich sage nicht, Mensch, siehst du komisch aus, sondern im Idealfall erkennt der Klient das selber. Und das ist meine Philosophie von Coaching. Ich nenne es systemisches Coaching, weil es eben das Umfeld berücksichtigt, weil es eklektisch ist, das bedeutet ganz viele unterschiedliche Methoden mit einbezieht. Und
Es kann auch ab und zu mal in die empathische oder in die beratschlagende Richtung gehen, aber meistens nicht. Deshalb stelle ich auch die Stühle gleich mal wieder weg. Oder ein bisschen hinten an. Sondern meine Hauptaufgabe als Coach sich darin, selbst Heilungskräfte anzuregen und den Klienten zu unterstützen bei Entwicklungsprozessen, die von ihm selber gestaltet werden. Das heißt, ich bin, wenn man so will, in der Rolle des Geburtshelfers. Aber es ist nicht mein Baby. Er bringt das Kind zur Welt. Ich bin nur die Hebamme, die das Ganze begleitet und unterstützt. Okay, so viel zu dem Thema, was ist ein Coach? Und damit wieder zu einer Richtung in diesem Coaching, das, wie gesagt, diese Grundlagen hier voraussetzt, dass ich Begleiter bin, dass ich Spiegelvorhalter bin. Und eine Technik, die ich sehr, sehr gern verwende, ist eben jetzt die liebevolle Provokation nach Frank Farrelly. Und Herr Müller hat es ja gerade gesagt, wenn man das jetzt hört, oh je, Provokation, dann hat jeder ganz unterschiedliche Assoziationen. Und das würde ich mal gern von Ihnen sammeln, an was Sie denken, wenn Sie Provokation hören. Ja, was assoziieren Sie mit dem Wort Provokation? Okay. Das klingt ja schon ganz positiv. Also positiver, als ich befürchtet habe. Ja. Okay, ja. Ja, auch das kann sein, Unruhe und Aggression, ja. Ja, ist interessant, genau das Gegenteil. Okay, also Tränen und Widerstand. Okay, ja. Verunsicherung, ja. So, jetzt bitte. Okay, das, ja, Perspektivwechsel. Anstoß war das noch, ja? Also Anstoß. Anstoß, das finde ich ein geiles Wort, weil in Anstoß steckt ja, wer hat das gesagt? In Anstoß steckt ja auch anstößig drin, was wieder negativ wäre, aber es kann ja auch positiv sein. Ein Anstoß ist ja auch ein Impuls. Und auch beim Fußball gibt es einen Anstoß. Ganz. Ja, genau. So eine Initialzündung, Befreiungsschlag, ja, all das kann das sein. Da war noch was, ja? Ja. Ja, auf jeden Fall. Humor. Okay, ja. Genau. Das kommt von dem lateinischen Wort provocare. Das heißt einfach hervorrufen. Vocare, ja, man kennt zum Beispiel Vokal aus der Sprache. Vocare ist einfach rufen. Und pro, ja, irgendwie herauslocken. Und es trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, das in dem Fall das Wort. Weil ich versuche, den Klienten aus der Reserve zu locken und versuche, dass sich da was bewegt. Ja, deshalb finde ich eine gute Sammlung. Weil vor allem hier auch dieses Ambivalente drin steckt. Ja, manche Sachen sind sehr, sehr positiv assoziiert, wie aktiv zugewandt, Perspektivwechsel, Humor, aber wir haben genauso viel negative Unruhe und Aggression, Tränen und Widerstand, Verunsicherung und Anstoß. Und genau das ist so kennzeichnend für die Provokation. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Der Frank Farrelly sagt, dass für ganz, ganz viele Probleme mit den Leuten in Therapie oder ins Coaching kommen, dass das Problem der Leute durch 3 F umschrieben werden kann. Was fängt mit F an und ist das große Problem von vielen, vielen Klienten? Frust, sehr gut. Ja. Was noch?
Fehlerhaftigkeit, ja. Was war das noch? Bitte was? Sehr gut, das ist ein Treffer. Das ist eins der drei. Faulheit ist sehr gut. Hier haben wir die drei. Also Fixierung, Faulheit, Feigheit. Fixierung, Faulheit, Feigheit sind die drei Grundübel, an denen die meisten Menschen leiden. Also er sagt natürlich, die Menschen leiden im Wesentlichen an sich selbst. Und es ist Fixierung, Faulheit, Feigheit. Und im Einzelnen meint er damit, die Fixierung, fangen wir mal mit der an, die Fixierung, das ist, dass der Klient bestimmte Vorstellungen hat, ja, dass er so Wenn-Dann-Sätze hat. Wenn das so und so ist, dann passiert das und das. Ja, also er ist nicht mehr breit in seiner Wahrnehmung, sondern er engt sich selber zu sehr ein. Die Faulheit ist die Angst vor Anstrengung und die Feigheit ist die Angst vor Konsequenzen. Insofern stecken natürlich bei allen drei irgendwelche Ängste dahinter. Angst vor Anstrengung, Angst vor Konsequenzen, Angst vor neuen Dingen. Ja. Und diese drei Dinge bewirken beim Klienten auch wiederum drei Sachen, nämlich ein mentales Feststecken. Ja, das heißt, dass sie gedanklich nicht mehr flexibel sind. Ja, das ist hier so auf der Kopfebene, das mentale Feststecken, das auf der Herzebene ist das emotionale Feststecken, ja, dass sie immer wieder die gleichen Gefühle haben, in irgendwelche Teufelskreise geraten, wo sie nicht raus können, immer wieder in die gleichen Gefühlsmechanismen fallen. Das wäre das emotionale Feststecken und beides führt letztlich zu dem suboptimalen Verhalten. Das habe ich hier mal auf die Höhe der Hand gezeichnet, dass man eben auch die falschen Dinge tut. Also mentales Feststecken, emotionales Feststecken, falsches Verhalten, mit dem sich der Klient letztlich immer weiter verstrickt und nicht rauskommt aus seinen Routinen, aus seinen Teufelskreisen und dadurch subjektiv natürlich einen Leidensdruck wahrnimmt, sagt, ich fühle mich nicht mehr wohl, weiß aber nicht genau was. Viele meiner Klienten beschreiben das mit einer herrlichen Metapher, nämlich hiermit. Die sagen, Herr Emmerich, ich bin wie in einem Hamsterrad. Ja, vor allem die Businesskunden. Die Klienten, die jetzt im Business-Kontext zu mir kommen, die sagen, Herr Emmerich, das ist so, hier mein Chef macht richtig Druck. Ja, ich soll immer mit weniger Budget noch mehr erreichen. Ich muss die Umsätze um 17% steigern. Letztes Jahr haben wir aber sogar 2% Minus eingefahren. Wie soll ich das jetzt machen? Ja, also immer noch schneller, noch höher, noch weiter. Aber alles so irgendwie in einem Hamsterrad. Ja. Ich stelle das mal hier zu dem Klienten, weil das so die Ausweglosigkeit ganz gut widerspiegelt und die Gefangenheit, ja, also die Gefangenheit auch in den eigenen Denkmustern. Ja. Es gibt den schönen Spruch, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll, sage ich dann immer. Ja. Steig aus, ja, zerbrich das Hamsterrad. Ja, versuch irgendwie das Problem mal ganz anders zu betrachten. Ja. Ja, und das kann ich so sagen. Und dann sagt er, naja, schön, und wie? Ja. Und genau da setzt eben die provokative Therapie ein, die Möglichkeit bietet, durch gezielte Sticheleien, gezieltes Ärgern, den Klienten auf neue Gedanken zu bringen. Ja, dass er merkt, dass er in so einem Hamsterrad drinsteckt und dass er durch Fixierung, Faulheit, Feigheit, mental, emotional und natürlich auch verhaltensmäßig feststeckt. Ja, und wie geht es jetzt? Das steht schon hier. Das geht durch LKW. Ich bin großer Freund von so Merkakronymen. LKW heißt in dem Fall weder Lastkraftwagen noch Leberkäsweckle, sondern in der provokativen Therapie ist LKW das liebevolle Karikieren des Weltbildes. Großes Wort. Liebevolle Karikieren des Weltbildes heißt, übersetzt nichts anderes, dass ich
liebevoll erstens. Ja, das ist immer die Grundlage, dass ich Wertschätzung empfinden kann für den Klienten. Dass ich ihn dann aber ärgere, ja, das ist das Karikieren, dass ich was überzeichne, was übertreibe, eine Persiflage verwende, Ironie, Sarkasmus, Galgenhumor. Und ich beziehe das immer auf das Weltbild vom Klienten. Das heißt, ich nehme irgendwas, was er sagt, was von ihm kommt, seine Gedanken, seine Vorstellung der Welt und versuche mit der zu arbeiten, versuche die zu karikieren, versuche da ein Virus einzuimpfen. Ja, ich habe hier als Symbol noch die Spritze hingemalt, weil in der Medizin gibt es ja auch provokative Therapie, da nennt sich das aktive Immunisierung. Ja, und das haben wir alle schon erlebt. Schon als wir Babys waren, wurden wir geimpft. Und was wird da gemacht? Naja, es wird in unser System was Böses eingeimpft, nämlich Krankheitserreger. Und siehe da, wir sind alle nicht gestorben, ja, wir leben noch, sondern was haben wir geschafft? Naja, wir haben uns irgendwie verteidigt. Ja. Die Selbstheilungskräfte haben funktioniert. Mit der Antigen-Antikörperreaktion haben wir Abwehrstoffe gebildet. Ich glaube, es sind die weißen oder die roten Blutkörperchen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Antierreger gebildet und haben diese aktive Immunisierung überstanden und sind letztlich immun gegen gewisse Krankheiten, gegen Masern und Röteln und Mumps und so weiter. Und der gleiche Gedanke aus der Medizin ist auch eben hier der Fall. Wir nehmen das System des Klienten, ja, auch Weltbild genannt. Wir impfen was ein. Ja, wir sind da ein bisschen fies, manchmal auch richtig dreckig fies. Ja, das ist das Karikieren. Das tut dem weh. Der sagt, aua. Aber ich glaube als Therapeut dran und auch als Coach, dass der es überlebt, ja, und dass er letztlich gestärkt aus der Sitzung herausgeht und dass er danach ja neue Einsichten hat und irgendwie besser als bisher mit seinem Leben klarkommt. Wie? Keine Ahnung. Ja, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin nur verantwortlich dafür, ihn nicht zu überfordern, weil auch da greift die Medizin-Metapher. Wenn ich zu viel Erreger einimpfe, dann kriegt das Kind einen Impfschaden. Und so ist es natürlich hier auch in der provokativen Therapie. Wenn ich den zu sehr provoziere oder er nicht stabil genug ist, klappt das Ganze natürlich nicht. Aber in einem dosierten Maße ist es extrem hilfreich, ja, weil er dann selber in einer Gegenreaktion, in einer Abwehrreaktion mit seiner Lösung um die Ecke kommt. Jetzt funktioniert es ja nicht immer. Was könnten Sie sich denn vorstellen, ist die absolute Kontraindikation für diesen Ansatz? Ja, wo sagen Sie, bei welchen Themen oder bei welchen Menschen auf keinen Fall mit diesem Werkzeug arbeiten? Traumatische, sehr gut. Depressiven? Jein, bei Depressiven kann es manchmal gehen, aber traumatisch auf keinen Fall. Ja, also was weiß ich, traumatisiert durch Kriegsopfer oder Frauen nach Vergewaltigung, da kann man sehr viel und sehr viel Gutes machen, aber nicht mit provokativen Elementen arbeiten. Okay, also was noch? Gibt es noch Rahmenbedingungen vielleicht, wo Sie sagen, das passt nicht, das ist unangemessen? Ja. Ganz genau. Also wenn der in einer akuten Trauerphase ist, es kommt ein Klient und der sagt, Mensch, vorgestern sind meine Eltern gestorben und ich trauere jetzt, ja, dann wäre es ziemlich doof, provokativ zu arbeiten, sondern dann würde ich definitiv erstmal zu dem hier greifen, ja, und das ist auch absolut richtig in dem Fall, also die Trauer zulassen und die unterstützen. Wenn aber, und ich relativiere das mit der Trauer, wenn aber ein Klient zu mir kommt und er sagt, vor einem Jahr, 2 Monaten und 4 Tagen ist mein Hamster gestorben und ich bin traurig, dann ist es eine Steilvorlage genau hierfür. Dann ist es ganz sicher, dass ich bei denen den provozieren werde. Und
Ja, was könnten Sie da sagen als provokativer Coach, wenn er so zu Ihnen kommt? Mein Hamster ist vor einem Jahr gestorben. Und er trägt schwarz, er kommt schon schwarz gekleidet in die... Okay, genau, ich kann es relativieren und kann sagen, schauen Sie mal, ist doch gar nicht so wild. Ja, klar, ja. Natürlich, natürlich. Ja. Das ist die Frage. Ich sage, es nützt was, wenn er sich verarscht fühlt, weil er kriegt dann einfach mal ein Fremdbild. Und natürlich hat er das Recht, das so zu entscheiden, wie er will. Aber ich würde einfach behaupten, wenn es ein Hamster war und wenn es über ein Jahr her ist, dass das irgendwie ein emotionales Feststecken ist mit diesem Hamster und auch irgendeine Art von Fixierung auf diesen Hamster, der ja tot ist, da würde ich schon mal versuchen, irgendeinen Klops reinzusetzen, im Sinne von Provokation. Und einfach, bitte? Genau, das versuche ich gerade zu sammeln. Was wäre so ein Satz? Was könnten Sie sagen? Ja? Ja. Ja. Und dass ich abklären kann, hängt da an diesem Hamstertod nicht dahinter noch irgendwas dran, genau. Was schon recht dramatisch okay. oder schwerwiegend sein kann. Klar. Da. Ja. Ja. Sehr zögernd zu schauen, nur wie den Fakt, ein Hamster vor einem Jahr und dann gleich in die Provokation zu gehen. Klar, ne? Ich bin da ziemlich hart, also in dem Fall würde ich auf jeden Fall gleich mal eine Provokation ausprobieren. Ich merke dann, ich arbeite jetzt nicht eine Stunde nur provokativ, aber das wäre so meine erste Intuition, wo ich sage, was nehme ich aus meinem Methodenkoffer, dann läge das ganz oben auf dem Stapel meiner Methoden. Vielleicht wird es auch ein bisschen konkreter, wenn wir mal eine uns anschauen. Was wäre denn so eine Idee, was man jetzt zu dem Klienten sagen könnte? Ja? Nämlich, das ist ja gut, es sind nicht Ihre Eltern gestorben, oder? Ja. Ja? Okay, ist möglich. Was ist Ihr Vorschlag? Stimmt. Das wäre sowas. Das ist ja fies, dass der vor ihm gestorben ist. Der hat es wahrscheinlich gemacht, weil er nicht Sie sterben sehen wollte. Ganz schön egoistisch von dem Hamster. Sie sollten den hassen. Sie sollten den Hamster eigentlich hassen. Das ist doch so egoistisch. Schleicht sich da aus dem Leben, lässt Sie hier allein zurück. Jetzt haben Sie die ganze Trauer. Egoistisches Ding. Ja, genau. Genau. Ja, das würde ich sagen. Das finde ich ein super Vorschlag. Noch eine andere Idee, was man sagen könnte? Bitte gut, dass? In seinem Leben. Ja, das geht ein bisschen so in den Vorschlag von ihm hier, was versucht, das Problem zu relativieren, ja, zu sagen, Eltern sind nicht gestorben, wenn sonst nichts ist, okay, kann man machen, ist aber nicht der Kern der provokativen Therapie. Ja. Die Provokation geht am ehesten in Richtung, wie es er gemacht hat, also das zu nehmen und ja, das irgendwie zu übertreiben. Ja. Das war immer ein Problem, ich sagte ja, wenn die Eltern nicht gestorben wären, wäre das ja nicht so schlimm, wenn das Hamster gestorben ist. Ach, jetzt verstehe ich es, alles klar, nee, dann ist es was anderes, super, okay, jetzt verstehe ich es. Genau, okay. Ja. Genau, man relativiert es und sagt quasi ironisch, okay, ja. Ja. Nee, bei mir nicht. Ich sage ja nicht, ich bin provokativer Coach, ich sage einfach, ich bin Coach. Und dann kommt irgend sowas um die Ecke. Ja, ja klar, ja. 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 Genau, ja. Ja. Ich find's gut, gefällt mir gut. Ja, das ist paradox, genau. Das Gleiche könnten wir mit dem Hamster auch machen. Man könnte ja sagen, sehen Sie, der liebe Gott hat den Stärkeren überleben lassen, ja, weil der Hamster, der wäre jetzt depressiv geworden, wenn er Ihren Tod verkraften müsste. Ja. So, was passiert jetzt beim Klienten? Naja, er lacht, vielleicht ist er erstmal entrüstet,
so, Moment mal, der Coach oder der Therapeut verstößt hier gegen so die normalen Konventionen, also erstmal Entrüstung, merken ja vielleicht auch manche jetzt von Ihnen hier erstmal so, hä? Und dann so, aha, und dann lacht er, ja, und schon das ist ja was ich haben will, ja, dass er dadurch irgendwas verändert in seinem Gehirn. Dann wird ihm vielleicht auch klar, ja, Moment mal, stimmt, Hamster haben ja eine viel kürzere Lebenserwartung als Menschen, ist ja eigentlich logisch, dass der Hamster zuerst stirbt. Ja, aber das sind dann so Sachen, die sage ich dem Klienten nicht, sondern das kommt dann vielleicht so als Nächstes, wo er eben zu einer realistischeren Einschätzung kommt und die Situation dann mental und auch emotional neu bewertet. Wie? Keine Ahnung, aber irgendwie hilfreicher für ihn. Ja. Aber ja, so geht es. Ach, und wir waren bei Kontraindikationen. Genau, also wenn die Beziehung nicht stimmt, wenn es Traumata sind oder wenn es eine akute Trauerphase ist. Ich habe hier nochmal zwei Sachen aufgeschrieben. Also Therapeut oder Coach kann den Klienten nicht leiden, ist eine Kontraindikation. Das heißt, wenn ich das nur einsetze, weil ich ein Sadist bin oder mich heute mal abreagieren möchte an dem Klienten, dann ist das absolut nicht ratsam, zu diesem Werkzeug zu greifen. Ja, weil das ist wie ein Messer. Ja, damit kann man chirurgisch hilfreich operieren oder man kann jemanden umbringen. Aber es ist immer ein Messer in der Hand und wenn ich das verwende, um den anderen zu quälen oder um meinen Sadismus oder Voyeurismus auszuleben, dann ist es ganz sicher schlecht. Das heißt, ich brauche als Erstes einen guten Rapport, eine gute Beziehung, einen guten Kontakt und eine echte Wertschätzung für den Klienten. Und ich muss daran glauben, dass er die Selbstheilungskräfte besitzt, um diese Situation zu lösen. Ja, das heißt, er darf nicht so destabilisiert sein, dass mein Windhauch ihn umpustet, ja, sondern er muss wirklich auch nach meiner Einschätzung über genug Ressourcen verfügen, um diese Antigen-Antikörperreaktion vollziehen zu können. Ja, kein Arzt würde ein geschwächtes Kind impfen, ja, sondern warten, bis es gesund ist und dann die Impfung machen. Also das ist das Erste, ich muss den mögen. Ja, das ist sowieso eine Grundvoraussetzung für Coaching, das ist meine 4M-Regel. MMMM heißt, man muss Menschen mögen. Und nur wenn das stimmt, ich bin okay, du bist okay, dann kann ich das überhaupt machen. Und die zweite Kontraindikation ist genau, was Sie gesagt haben. Also ein akutes traumatisches Erlebnis soll bearbeitet werden, dann ja, ist definitiv sowas hier indiziert. Ja. Trauern, Trauer unterstützen, Trauer zulassen, über Gefühle reden, vielleicht nach Carl Rogers, ja, mit Wertschätzung, Empathie, Kongruenz und so weiter. Ist dann sicher eine gute Sache. Also, das heißt, es ist keine Wunderwaffe und sollte bei schwerwiegenden psychosomatischen Erkrankungen nicht verwendet werden, aber gerade deshalb ist es ja so hilfreich fürs Coaching, weil im Coaching kommen zu mir ja hauptsächlich Leute, die eigentlich stabil sind, die hochperformant in ihrem Job als Manager und Führungskraft arbeiten und dann vertragen die sowas. Ja, dann können die das einstecken und können da auch hilfreich damit umgehen. Ja? Ja, überlegen wir uns mal noch was. Also was könnte man noch fragen? Und haben Sie jetzt vor einem Jahr gestorben? Ja, ich habe noch was. Ich würde sagen, was vor einem Jahr? Und dann sind Sie jetzt schon bereit, zu mir hier ins Coaching zu kommen? Also dann geht es Ihnen ja schon wieder hervorragend. Ja, Sie gehen schon wieder raus. Also, dass Sie jetzt nicht einschließen und einfach mal trauern, also das wundert mich. Ja. Ich nehme gerade quasi genau das, was ich irgendwie komisch finde und drehe es ins Gegenteil und sage, was, schon nach einem Jahr? Oder vielleicht ist er nicht schwarz angezogen und sagt das nur mit dem Tod von dem Hamster und dann sage ich, also wissen Sie was, dann stört mich jetzt echt, dass Sie nicht mehr schwarz gekleidet sind. Das ist respektlos dem Hamster gegenüber. Sie kommen hier in Blue Jeans und einem weißen Hemd. Was würde denn jetzt der Hamster denken? Ja, das könnte man auch machen. Der wäre jetzt sauer, weil sie ja gar nicht richtig trauern. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
Okay, also es gibt auch viele, viele Möglichkeiten, wie ich das mache. Ja, dann mache ich mit was anderem weiter. Also wir haben da eine sehr pragmatische Philosophie im Coaching, die heißt, wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, probier etwas anderes. Ja, genau. Ja. Also sowieso ist gut, wenn man bei diesen provokativen Interventionen das mit so einem ironischen Augenzwinkern macht, dass der Klient merkt, das ist jetzt so ein bisschen mal ein Austesten. Ja. Aber nicht zu arg. Er soll sich ja provoziert fühlen. Aber wenn man dann merkt, oh Gott, das war zu viel, dann kann ich durch meine Mimik das ein bisschen relativieren und ihm da wieder eine Brücke bauen. Und ich sage dann auch nicht, oh Entschuldigung, das war jetzt falsch oder so. Ich mache dann einfach weiter mit was anderem. Der ganze Coaching-Prozess ist ja sowieso eine Aneinanderreihung von Tools, wo ich nach jedem Tool flexibel entscheide, wie mache ich weiter. Ja, auch mal ein bisschen anders dargestellt, was das soll mit dem Provozieren. Wir haben hier die Lerneffektivität und ich will natürlich, dass die möglichst hoch ist. Ja, die Frage ist hier, wann lernt der Klient? Und ich möchte natürlich, dass er permanent sehr viel lernt. Und es gibt Bereiche, da lernt er sehr wenig. Ja, das ist, wenn ich ihm einen Vortrag halte, ja, das heißt, wenn ich ihn zutexte und mein Redeanteil irgendwie über 50% geht, ist seine Lerneffektivität ganz, ganz niedrig. Genauso bei Panik. Ja, wenn ich ihn in Angst und Schrecken versetze, lernt er auch nichts. Ja, da gibt es irgend so eine Blockade im Gehirn und er kann nicht mehr nachdenken und ist nicht mehr flexibel. Provokatives Coaching, wenn ich es richtig mache, ist es so in einem mittleren Bereich, auf mittlerem Aktivierungsniveau. Das heißt, ich versuche da ein bisschen die Betriebstemperatur zu erhöhen, dass er nicht einschläft, ja, aber ich will ihn natürlich auch nicht in die Stresszone bringen. Ja, man kann sagen, das ist die Komfortzone, das ist so eine Stretchzone und das ist eine echte Stresszone. Ja, und ich will nicht, dass er Panik oder Stress hat, sondern ich will ihn liebevoll ärgern, nennen wir es einfach mal so, dass er ein bisschen aktiviert wird, dass er sein Gehirn einschaltet, dass er sich überlegt, Mensch, das war jetzt ganz schön schlagfertig hier von dem Martin Emmerich, was sage ich jetzt? Ja, dass er so ein bisschen herausgefordert ist, wie gesagt, provokare herausfordern, hervorrufen, dann bin ich da auf dem richtigen Level. Ja, dann gucken wir uns mal an, wie das in der Praxis aussehen kann. Und als erstes würde ich Ihnen anbieten, wenn einer Lust hat, das einfach mal hier zu erleben. Also ich wäre der Coach, keine Angst, nicht der mit der Peitsche, auch nicht der mit den Taschentüchern, aber ich wäre der Coach, der provokative Coach in dem Fall. Und wir bräuchten eine Klientin oder einen Klient, der Lust hat, sich mal provokativ coachen zu lassen. Ja, kann irgendein Thema sein, vielleicht so ein bisschen in eine Fixierung, irgendeine Art von Feststecken, irgendeine Art von Hamsterrad, das Sie da erleben. Dann können wir mal gucken, wie das denn in der Praxis aussieht, so direkt im Gespräch. Es gibt auch einen wertvollen Sachpreis zu gewinnen. Wer hat Lust, sich mal als Klient hier zu erleben? Sie haben Lust? Okay, prima. Jetzt sind die Klientin. Eine Sekunde noch, ich habe hier noch. Ah ja, hier haben wir es. Sie dürfen schon mal Platz nehmen. Und in diesem Demo-Coaching ist Ihre Aufgabe, einfach mal zu gucken, was passiert bei der Klientin, ja, was beobachten Sie da und ja, natürlich auch gucken, was macht der Coach, also was für Techniken aus dem Bereich der provokativen Therapie können Sie da jetzt feststellen. Ja. Wir werden die nachher auch noch mal ein bisschen genauer durchgehen, die verbergen sich hier dahinter. Ich sage schon mal vorweg, es gibt sieben Techniken. Für provokative Therapie. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich habe mal so meine sieben Lieblings rausgesucht und vielleicht erkennen Sie die eine oder andere schon hier in dem kleinen Live-Coaching. Und
Übrigens, eine witzige Abkürzung für dieses ganze Dings ist Prost. Ja? Prost nennt man das Ganze auch in den Publikationen. Prost heißt einfach provokativer Stil. Ja? Prost, provokativer Stil. Und Beobachtungsaufgabe, also nochmal, schauen Sie vor allem beim Coach, bei mir, welche Elemente aus dem Prost verwende ich, um irgendwas zu verändern. Okay, und Sie dürfen einfach nur genießen. So, darf ich fragen, wie Sie heißen? Maria. Maria, super. Dann bin ich der Martin. Und was ist dein Thema? Ach, wissen Sie? Du. Ich bin immer so leicht aufgeregt. Okay. Ich traue mich da nicht vor weit. Okay. Muss aber eigentlich. Und dann bin ich immer so in der Klemme, dass ich hingehe und weg. Aha. Und das ist sehr anstrengend. Ah, Entschuldigung, meine Schuld. Ich hole ein Mikrofon, dann ist es ein bisschen laut. Hallo? Probieren Sie mal. Gehen Sie mal rein. Ja. Hören Sie mich? Ja. Ah, wunderbar. Also, Maria, du hast mir gerade gesagt, dein Thema ist, dass du aufgeregt bist, wenn du vor Leuten bist. Aber ich muss vor Leute, beruflich, immer wieder. Okay. Und möchte auch. Okay. Aber es ist ein großer Stress. Ich kann mich nicht zur Entspannung bringen. Ja. Ja, das hätte ich gern anders. Ja, für dich ist es ein Stress. Aber ich glaube, für die Zuhörer ist es eigentlich ganz, ganz attraktiv, weil das wirkt ja auch irgendwie sexy, oder? Wenn du da so gestresst bist. Ich bin immer 15. Ja, mach doch nichts. Ah ja. Also wenn ich da drin sitze, ich finde es immer total cool, wenn ich merke, der schwitzt und der ist gestresst. Ich habe ja auch gezahlt vielleicht oder ich will was sehen für mein Geld, wenn ich da drin sitze. Ich glaube dir jetzt nichts. Ja? Ich glaube dir nicht. Ich finde es gut. Gerade bei Frauen, finde ich das besonders sexy, wenn die so ein bisschen ja, angeregt sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist toll. Ja, dann kann ich jetzt heimgehen und sagen, das ist sexy, toll. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Okay, kriege ich Geld. Also es hilft mir nicht. Das hilft dir nicht, okay. Nee. Was würde dir denn helfen? Ich möchte was machen können, wo ich mich, vielleicht ist es ganz grundsätzlich, vielleicht ist es auch nur, dass ich es in einem Moment überwinden könnte, wenn ich wüsste, wie. Entweder dort vor Ort oder zu Hause was machen. Ich habe schon viel probiert, ich war in viele Vorträge, aber irgendwie geht's nicht. Okay. Weißt du was, ich glaube, wie alt hast du gesagt, bist du? Bitte? Wie alt hast du gesagt, bist du? Keine 15 mehr. Ja, sondern? 65. Ja, gut, das ist aber auch zu alt. Damit lernt man sowas nicht mehr. Aber sicher. Nee. Wenn du 90 wirst, nee. Sag mal, wer also, bist denn du? Aber da ist der Zug abgefahren. Also es gibt Studien, die zeigen, Rhetorik kann ich verbessern, so bis 30 und dann ist der Ofen aus. Ach was. Da ist der Ofen aus. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und das stimmt. Ja, du hast, nee, ich fühle mich jetzt wirklich verarscht. Ja, aber du hast es verpasst. Ja, jetzt kannst du da nichts mehr machen. Aha. Ja. Jetzt kannst du versuchen, auf diesem niedrigen Niveau, also, auf dem du jetzt bist, noch dahin zu dümpeln. Ja. Ich habe gedacht, du könntest mir helfen, ja, und jetzt geht nichts. Also du kannst froh sein, wenn du das Niveau jetzt noch so hältst. Ja. Aber dass du dieses Unbehagen, dass du das ablegst, wie stellst du dir das vor? Kann ich nur noch weinen. Du kannst weinen. Das wäre vielleicht auch mal was. Ja, dann in Rente gehen. Weinen finde ich gut, weil dann zeigst du Emotionen. Das ist ja schön, wenn du vor dem Publikum Emotionen zeigst, das kommt ja immer ganz gut. Die kommt von allein. Ja, also. Na gut, gell. Sexy. Aber dann, ja, das ist sexy. Weinen, Aufregung, da geht was. Ja, das ist einfach toll fürs Publikum. Oh. Und jetzt? Ja, hast du sonst noch ein wirkliches Problem? Das war jetzt viel zu einfach. Das zu lösen, das war jetzt gerade mal zum Aufwärmen. Gibt es noch irgendein wirkliches Thema? Ja doch, also ich kann auch aggressiv werden und du bringst mich gerade zu. Okay. Du sitzt da schon ein bisschen sehr leger da und mir geht es nicht gut. Du doch auch. Ich auch? Ja. Also, findest du es nicht leger? Ich finde es jetzt gar nicht leger. Okay.
Naja, das ist ja auch so bei den Vorträgen. Ne? Da sitzen die Leute ganz leger so drin und du sitzt da vorne. Wie jetzt und trotzdem hast du vielleicht ein paar ganz, ganz gute Ideen. Jetzt kommt Widerstand. Also mich macht's aggressiv. Okay, gut. Schön. Dann erlösen wir dich erstmal. Ja. Und ja, herzlichen Dank für die kleine Demonstration. Es gibt auch einen kleinen Preis, eine wertvolle Armbanduhr. Für die Qualen, die du erlitten hast als Klient. Und wir gucken erstmal, was sie so erkannt haben an methodischen Techniken aus dem Bereich provokative Therapie. Was haben Sie da beim Coach erlebt? Bitte? Ah, okay. Ja. Was denn zum Beispiel? Ja. Genau. Okay, ja. Genau. Genau. Was ist das für eine Technik? Bitte? Ja, weil man sowas eigentlich nicht sagt, oder? Ja, genau. Genau, ja. Richtig, ja. Genau, also es ist ein Tabubruch erstmal, weil über Alter spricht man erstmal nicht. Sie hat ja nur gesagt von sich aus, ich bin nicht mehr 15, aber hat es vielleicht bewusst nicht gesagt. Und auf einmal. Ja. Genau, natürlich. Und dann, was soll die Aussage, dann lernt man nichts mehr? Genau, ja. Die Entrüstung, genau, weil es Energie ist, die Entrüstung, das lasse ich nicht mit mir machen, ich spüre da Widerstand, das ist ja genau das, was das Ziel ist, dass beim Klienten das kommt, natürlich kann ich noch was lernen, ja. Natürlich kann ich noch was lernen, man lernt nie aus, ja. Von wegen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ja, ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen, ich bin ja noch berufstätig, ja, genau das ist ja, was ich haben will. Und es funktioniert so toll. Ja? Das ist wie bei einem Kind, wenn man denen sagt, du darfst keine Süßigkeiten essen, dann willst du Süßigkeiten. Ja? Aber ich sage, du darfst keinen Spinat essen. Und dann sagt das Kind, Mensch, ich will aber Spinat essen. Ja? Also ein bisschen hofft man auf den Widerstand. Und jetzt könnte ich als Coach sagen, Mensch, es gibt Studien, die zeigen, man ist lernfähig, auch noch im hohen Alter. Ja? Dann geht aber auch der Klient in Widerstand und sagt, ach ja, du hast gut reden, du bist 38, dir glaube ich kein Wort. Ja? Aber wenn ich das Gegenteil sage, wenn ich sage, Mensch, das ist aus, vorbei, Ende, ja? Dann kommt die Gegenreaktion, die ich ja haben will, wo der Klient sagt, ja, Moment mal. Ja? Okay. Stimmt, ja. Richtig, ja. Ja, ja. Auch, ja, auch. Der Erfolg soll auch durch eine Trotzreaktion provoziert werden, das stimmt. Nicht nur, aber das kann ein Wirkfaktor sein, dass man hofft auf den Widerstand. Ja. Das ist eine Frage, ja? Ja, ja. Genau, genau. Und auf dieser Messerschneide, auf der tanze ich natürlich. Ja, ich habe es. Ne, ja. Genau, genau. Also ich habe es jetzt hier ein bisschen sehr plastisch oder sehr plakativ mal das gemacht. In echt, klar, würde ich natürlich dann mit anderen Elementen weiterarbeiten und so weiter. Ja. Okay, ja, gut. Ja? Ja? Ja, ja, ja. Ja. Wahrscheinlich eher nicht, nee. Wahrscheinlich eher nicht, weil ja der Rapport stimmen muss, die Beziehungsebene muss stimmen, aber definitiv auch in der ersten Coaching-Sitzung.
Also bei mir dauert ein Coaching normalerweise so 2 Stunden und ich würde definitiv nach 10, 15 Minuten auch mal sowas einstreuen. Wenn ich das Gefühl habe, der Klient ist stabil genug. Und hier hatte ich das Gefühl, dass es eine kompetente, intelligente, starke Frau ist. Und dann kann man das schon mal machen. Okay, wir gucken uns mal an, was denn die ganzen Dinger sind. Und sind 7. Ja, sind 7 verschiedene Techniken für provokative Therapie, die ja für mich zumindest so meine Lieblingswerkzeuge sind. Also das erste ist noch kein echtes Werkzeug, sondern ist einfach so eine Grundlage, ja, was Sie gerade auch bei mir ein bisschen zurecht kritisiert haben, der Rapport muss stimmen. Ja. Also guten Rapport zum Klienten herstellen ist mal das allererste, ja, dass es wirklich passt, dass er sich wohlfühlt und sich entspannen kann. Wie mache ich das? Aktives Zuhören, ja, paraphrasieren, wiederholen, was der andere sagt, aber auch durch die Körpersprache, ja, dass ich versuche als Coach, wenn er jetzt die Beine überschlägt, dass ich dann vielleicht auch die Beine überschlage. Ja, also dass ich, das nennt man ja Spiegeln, ja, dass ich da eine Ähnlichkeit herstelle, dass ich vielleicht ungefähr in der gleichen Lautstärke spreche, ungefähr die gleiche Sprechgeschwindigkeit, dass ich mich so von der Sprache her anpasse. Wenn ich merke, der schwätzt Schwäbisch, dann schwätze ich halt auch Schwäbisch, wenn es passt. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele Ebenen, auf denen ich dieses Pacing, nennt man das auch, auf denen ich dieses Pacing machen kann. Und das dient alles dazu, diesen guten Rapport erstmal zu dem Klienten herzustellen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das zweite ist auch eine Grundlage eher. Da habe ich meine Brille gemalt. Das zweite ist der Einstieg in das Weltbild des Klienten. Das heißt, bevor ich da irgendwas verändere, muss ich erstmal verstehen, wie tickt der, wie denkt der. Ja, erst dann kann ich das persiflieren oder karikieren. Ich muss erstmal verstehen, wie ist denn der drauf? Und da macht man immer wieder ganz, ganz spannende Entdeckungen, ja, wie das Weltbild von Klienten ist. Ich arbeite auch als Coach in der ersten Basketball-Bundesliga, zum Beispiel in Tübingen. Und da habe ich einen Basketballer jetzt gecoacht, der 2,20 Meter groß und mit dem habe ich das Team mal aufgestellt. Also ich arbeite auch gerne mit so Holzfiguren, Beziehungsbrett nennt man das, wo man dann so die Figuren hinstellt und er sollte eben sich und seine fünf Mitspieler aufstellen. Und die Figuren habe ich in 5 verschiedenen Größen. Und dann habe ich so naiv erstmal gedacht, naja, klar, er nimmt für sich eine große Figur, weil er 2,20 Meter ist und für die Mitspieler kleinere, weil die nur 1,90 sind oder so. 1,90 ist, glaube ich, der kleinste da in der Mannschaft. Und dann hat er die so aufgestellt und das war halt mein Weltbild, ja, dass er die nach Größe aufstellt. Das hat aber überhaupt nicht gestimmt, sondern sein Weltbild war in dem Fall, dass die großen Figuren für die Leute stehen in seinem Team, die ein Kämpferherz haben, die bis zur letzten Minute fighten, auch wenn das Team 20 Punkte hinten liegt, die nie aufgeben. Und das ist sein Weltbild. Und das gilt es erstmal zu verstehen. Da muss ich da erstmal rein versetzen. Im O-Ton hat er auf Englisch gesagt, das ist alles auf Englisch. The big people here I chose for those in my team who have a big heart. The small wooden figures I chose for the pussies. Also für die Schwächlinge. Ja, und das ist sein Weltbild. Und da muss man erst mal reinkommen, dass er seine mentale Repräsentation von seinem Basketballteam ist nicht etwa unterteilt nach Körpergröße, sondern da geht es darum, wer ist Fighter, wer kämpft, wer gibt nie auf. Und danach strukturiert er sich sein Leben. Ja, und erstmal das zu verstehen, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Prämisse, dass ich überhaupt irgendwas persiflieren oder karikieren kann.
So, und jetzt haben wir das echte, wirkliche provokative Element, das ist Tabus ansprechen. Tabus ansprechen. Haben wir ja gerade gesehen, was war das Tabu? Alter, und was noch? Sexy. Sexy, ja. Und am besten noch in Kombination Sex im Alter. Habe ich halt gleich zwei Tabus, Sex und Alter. Also solche Tabus, die halt bestehen, dass man sagt, Mensch, da fühle ich mich aber sexuell erregt. Oder Tod ist natürlich auch noch ein super Tabu. Oder eben, ja, im Alter lernt man nichts mehr, solche Sachen. Tabus an- und aussprechen. Wie könnte das auf den Klienten wirken, wenn man das macht? Ja? Ja, genau. Ja. 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 Ja, klar. Ja, soll es ja sein, sonst wäre es ja keine Provokation. Wenn ich sage, es ist goldig. Ja, okay. Natürlich, das riskiere ich. Das riskiere ich in dem Moment, riskiere ich natürlich den Rapportbruch. Ja. Was kann es noch für einen Effekt haben für den Klienten, wenn ich Tabus anspreche? Kann auch befreien. Wo könnte es möglicherweise auch befreiend wirken? Sich zu trauen, dazu zu stehen. Ja. 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 Genau. Ja, unbedingt. Ja. Also vielleicht ein Beispiel, wo ein Tabubruch sehr wertvoll ist. Ein Patient kommt irgendwie und macht gerade irgendwie Chemotherapie und es steht die ganze Zeit so das Thema Tod im Raum. Aber keiner aus der Familie traut sich das anzusprechen. Ja, ist ja ganz, ganz stark nachvollziehbar. Und der Klient kommt dann und sagt, der Arzt hat gesagt, es sieht schlecht aus. Ja. Was könnte ich jetzt sagen? Wie könnte ich das Tabu Tod ansprechen und gleichzeitig noch ein bisschen provozieren? Genau. Wie lang gibt Ihnen der Arzt denn noch? Ja. Oder ich sage einfach gleich, okay, das heißt, Sie sind morgen tot. Ja. Oder ich sage sogar, Mensch, wenn ich Ihnen jetzt die Rechnung für das Coaching stelle, dann schreibe ich aber als Zahlungsfrist eine Woche rein, weil ich möchte mein Geld noch, bevor Sie sterben. So. Oder noch besser, sagen Sie mir doch, wie lange Ihnen der Arzt gibt, dann ziehe ich da noch mal eine Woche ab und das mache ich als Zahlungsfrist für die Rechnung. Wollen wir so verbleiben? Ja, was macht der Klient? Der lacht, vielleicht findet er das frech. Aber eigentlich ist es doch auch irgendwie befreiend, weil wenn wir jetzt eine Stunde rumeiern und immer das Wort Tod vermeiden, hilft es ja auch nichts. Ja. Und so spreche ich das Tabu an und danach erlebe ich das so im Coaching, dass dann die Atmosphäre viel gelöster ist, weil jetzt habe ich es eben gesagt. Und das kann sehr, sehr befreiend wirken. Frank Frehley hat ein Beispiel, da kommt auch eine Klientin und die sagt von sich aus sogar schon, also der Arzt hat gesagt, mit meinem Krebs im Endstadium werde ich jetzt noch 2 Monate leben. Was würde der hier machen? Na, der würde sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar, was kann ich für Sie tun, Sie Armer. Aber Frank Frehley sagt an der Stelle, 2 Monate, das nenne ich Präzision. Das ist ja super, dann können Sie ja jetzt schon die Einladung mal für Ihre Beerdigung verschicken.
Und sie können sich ihren Sarg raussuchen. Wer kann das schon? Wissen Sie was? Die meisten Menschen sterben ja einfach so. Ja, und sie wissen das auf den Tag genau. Heute in 2 Monaten bin ich eigentlich auch eingeladen. Ich bin ja immerhin hier Ihr Coach. Wie wäre es denn? Ja. So, und natürlich lacht der Klient. Und die Hoffnung ist, dass der natürlich erkennt, ja, Moment, stimmt. So genau kann man das ja auch nicht sagen mit 2 Monaten. Und kein Arzt der Welt kann das natürlich sagen. Und das ist natürlich der erhoffte Effekt, dass erstens das Tabu ausgesprochen wird und der Klient aber dann merkt, dass es eigentlich absurd ist, zu sagen, in 2 Monaten sterbe ich. Ja, und dadurch bekommt er Flexibilität und man kann hier gut weiterarbeiten. Ja, Tabus an- und aussprechen kann also, wie gesagt, sehr, sehr befreiend wirken. Als drittes haben wir Übertreibung. Übertreibung der Wahrnehmung, Zerspiegel. Ja. Der Klient sagt irgendwas, wo ich denke, das ist schon ein bisschen extrem, die Sichtweise, und ich nehme das für bare Münze und übertreibe das noch. Ja. Also beispielsweise der Klient sagt, wissen Sie, es ist nicht mehr so einfach für mich, das zu verändern. Ich bin schon ein bisschen älter und ich sage, ja, es ist völlig ausgeschlossen, dass sie noch was lernen. Ja, dann übertreibe ich das, ich verstärke das noch, bis der Klient merkt, hoppla, stimmt, da habe ich vielleicht schon ein bisschen zu extrem in eine Richtung gedacht. Also es hilft eben, diese Fixierung aufzulösen. Oder ich hatte mal ein Beispiel, arbeite ich mit Pärchen. Also das ist dann, wenn ich mit einem Coaching-Klient lang gearbeitet habe und der hat irgendwie auch Probleme in der Partnerschaft, und dann kommen sie zu zweit. In dem Fall war die Frau meine Klientin und hat dann ihren Mann mal mitgebracht. Und dann hat sie gesagt, so, das ist mein Mann, ich habe Ihnen ja schon von dem erzählt, bitte reparieren Sie ihn. Bitte reparieren Sie ihn, hat die zu mir gesagt, bitte reparieren Sie den. Ja, was kann man da sagen als provokativer Coach? Wo ist der Autoschlüssel, genau, oder? Ja, ich habe noch was anderes gemacht, vielleicht auch wieder ein bisschen extrem. Aber sie hat angefangen, sie hat gesagt, bitte reparieren Sie ihn, ja? Genau, sehr gut, das ist super. Das ist geil, das ist gut, genau, lohnt sich das noch? Wollen Sie die Reparaturkosten sind wahrscheinlich höher als die Kosten für die Neuanschaffung, also... Ich rate Ihnen, kaufen Sie gleich einen neuen. Ja, Reparatur hier im Coaching kostet viel, viel Geld. Wechseln Sie ihn aus. Ja, das kann man machen, dann greift man die Metapher aus mit der Reparatur. Ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe ein bisschen fies. Ich habe gesagt, was? Diesen Neandertaler? Sind Sie wahnsinnig? Ist es Ihr Ernst? Ja, ich hab hier einen einigermaßen ordentlichen Mann erwartet. Aber das? Was? Ja. Also, übertreibt quasi die Schlimmheit des Mannes. Sie sagt ja schon, er ist kaputt. Ja, reparieren Sie ihn. Und ich übertreibe das dann. Ja, das ist der Zerspiegel. Ich sage, was? Diesen Typ? Sind Sie des Wahnsinns? Ja, was glauben Sie, was der Effekt war? Bitte? Wer hat verteidigt gesagt? Natürlich. Also, Herr Emrich. Also, ich bitte Sie, wie reden Sie denn über meinen Mann? Also, ich liebe ihn. An dem Punkt ist eigentlich das Thema schon gelöst. Ja, aber das ist ja eine ganz, ganz normale Reaktion, dass wenn ich ihn dann quasi angreife, dass sie ihn verteidigt. Ja, und das kann eben auch hilfreich sein. Ja, also das ist der Zerspiegel. Ich sehe, sie sagt, der ist schwierig oder der ist kaputt und ich sage dann gleich, er ist furchtbar, er ist ein Monster oder ein Triebtäter oder ein Neandertaler. Und das kann dazu führen, dass sie merkt, dass ihre Wahrnehmung ein bisschen übertrieben ist und dass sie ihm vielleicht Unrecht tut und dass es vielleicht Punkte an dem gibt, die ihr doch noch gefallen. Ja, Zerspiegel. Dann haben wir hier fünftens die Globalisierung des Problems. Globalisierung des Problems. Also der Klient kommt und sagt irgendwas, ja, was sein Anliegen ist. Er sagt zum Beispiel, wissen Sie was, ich habe meinetwegen Eheprobleme. Und dann sage ich, ach,
das ist doch kein Problem, das haben alle. Ja, das das ist ganz, ganz alltäglich und jetzt haben sie sich nicht so, was ist denn das wirkliche Thema? Ja. Und dann steuert der Klient natürlich nach und sagt, ja Moment, aber bei mir ist es schon dies und das, also dann wird das spezifischer, ja, wenn ich das erstmal so globalisiere. Also das ist eine gute Methode, um ihn zu einer Präzisierung letztlich zu bringen. Globalisierung. Also der Trick ist sozusagen, ach, alle haben das. So, und das Sechste, Begeisterung für das Symptom. Ja, und damit habe ich mich ja gerade mal versucht, bei der kleinen Sequenz mit Maria, was war meine Begeisterung für welches Symptom von Maria? Die Aufregung. Ich tue so, als wäre das Symptom was Positives. Ja, für sie war das ja das Anliegen. Sie sagt, sie will das loswerden mit der Aufregung. Und ich biete ein Reframing an, so kann man das auch nennen, eine Umdeutung, und drehe das in was Positives und sage, Mensch, genau das finde ich super. Genau das gefällt mir an Rednern, diese Aufregung, ja, die stimuliert mich sogar. Ja. Begeisterung für das Symptom. Ja, was könnte da der Sinn dahinter sein? Hallo? Was könnte das bringen, wenn ich mich quasi mit dem Symptom, wenn ich das Symptom klasse finde, wenn ich sage, ja, das ist doch was. Vielleicht relativiert es das, ja. Ja, auf jeden Fall. Was noch? Ja? Was meinen Sie? Oh, Entschuldigung, ja? Ich irritiere das erstmal. Hä, wieso jetzt positiv? Ich habe gedacht, das wäre negativ. Ja. Ist doch doof, wenn man vorne steht und Angst hat, oder? Ach so, ja, wie jetzt? Ja, also man ist erstmal verwirrt. Was noch? Vielleicht auch hilflos, ja. Genau. Also es löst diese Fixierung hoffentlich erstmal auf. Und der Klient kommt zumindest in den Nachdenkprozess. Ich behaupte auch, er verliert vielleicht ein bisschen die Angst vor dem Symptom oder betrachtet das Symptom aus einem anderen Blickwinkel. Es ist ja auch noch was dabei, in dem Fall war es ja auch noch ein Perspektivwechsel, ja, dass ich nicht nur von mir ausgehe, oh Gott, ich stehe hier und es fühlt sich komisch an, sondern wenn ich sage, ja, also ich als Zuschauer finde das toll, biete ich ja quasi auch einen Perspektivwechsel an, dass man sich sozusagen aus dem Publikum heraus anschaut und dann ist es vielleicht wieder was Positives, ja, die Emotionalität oder das Herzblut oder sowas. So. Also es ist eine Begeisterung für das Symptom. Das wäre zum Beispiel auch das mit dem Sarg, dass man sagt, Mensch, das ist doch toll, dass genau, dass Sie gewissen, Sie sterben jetzt in 2 Monaten, das ist natürlich ein Privileg, das so genau zu wissen. Das haben nicht viele Leute. 90% der Menschen sterben irgendwann irgendwie. Und Sie wissen das. Glückwunsch, Sie haben einen tollen Arzt, dass der Ihnen das auch so sagt. Super. Oder anderes Beispiel, auch wieder eine weibliche Führungskraft, die bei mir hatte, die hatte auch Beziehungsprobleme. Und die hat mir gesagt, Mensch, mein Partner geht fremd. Und wissen Sie was, Herr Emmerich, der hat es sogar angekündigt. Der hat gesagt, Schatz, wenn das so weitergeht, dann werde ich dich betrügen. Was habe ich gesagt als Coach? Bitte? Genau, auf den ist Verlass. Sehen Sie, endlich mal Männer, die noch zu ihrem Wort stehen. Das wünscht sich doch jede Frau. Er hat gesagt, er wird sie betrügen und er hat sie betrogen. Das ist doch ein Kerl. Ja. Dafür müssten sie ihn eigentlich fast schon wieder lieben. Ja. Walk the talk. Also man sucht irgendwas, was positiv ist, die Präzision der Vorhersage vom Arzt oder die Ankündigung des Fremdgehens und begeistert sich damit. Und er denkt erstmal, hä, was ist denn das? Ja, das ist erstmal merkwürdig so. So, und hier haben wir noch B.
bescheuerte Ratschläge geben. Das hatten wir heute noch gar nicht. Bescheuerte Ratschläge geben. Was hätte ich da bei Maria zum Beispiel machen können? Was für bescheuerte Ratschläge hätte ich ihr geben können? Wie sie diese Anspannung... Genau. Schon mal mit Drogen probiert? Ja. Oder versuch doch mal, dich irgendwie zu verstecken, während du zu den Leuten sprichst. Oder zieh eine Ritterrüstung an oder irgend sowas. Also irgendwelche wirklich idiotischen Ratschläge geben. Was soll das? Warum sollte ich dem Klienten, der viel Geld für mich zahlt, der Wahnsinnssummen investiert in Coaching bei mir, wieso sollte ich dem bescheuerte Ratschläge geben? Ja. Genau. Natürlich, natürlich. Also was ich erhoffe, ist, dass der sich ärgert über die Idiotie meiner Ratschläge und dass er selbst mit einem anderen Ratschlag kommt. Ja. Und dass er merkt, er selbst ist kompetent, er hat die Ressourcen, die er braucht, er hat die Kompetenz und es ist sein Leben. Und er wird verdammt nochmal nicht diese bescheuerte Sache machen, die ich jetzt ihm sage. Also es hofft, dass dann ein guter Ratschlag von ihm selber kommt. Ja. Und das ist wirklich gut. Also was weiß ich, einer ist auf Berufsfindung und sagt, Mensch, was soll ich denn werden? Ich weiß nicht so recht. Und dann sage ich, Mensch, werd doch Klofrau. Ja. Oder eröffne eine Bar auf Ibiza. Ja. Und über diese Vorschläge merkt er dann, okay, nee, was ist mir eigentlich wichtig? Nee, ich will eigentlich schon was Sicheres haben und ich möchte eigentlich schon viel Geld verdienen. Und es sollte eigentlich auch in Deutschland sein und ich möchte mich nicht schmutzig machen. Also so kommt er über den doofen Ratschlag, kommt er dann vielleicht auch zu seinen Werten, was ihm wirklich wichtig ist. Bescheuerte Ratschläge. Nochmal ein Beispiel aus der Paartherapie. Ich hatte auch wieder ein Pärchen, die waren eigentlich total süß, sehr gut aussehend beide, er beruflich sehr erfolgreich, sie sehr, sehr hübsch und auch sehr gebildet. Und es war aber eine mega Krise. Ja, irgendwie hat es nicht mehr geklappt. Dann habe ich gefragt, beschreibt doch mal, wie so ein Tag bei euch abläuft. Und habe das mitgeschrieben. Am Flipchart. Was passiert? Und dann habe ich gesagt, ja, so um 7 stehen wir auf und um 8 geht ihr dann zur Arbeit. Und sie war eben zu Hause jetzt in dieser Lebensphase. Und sie sitzt dann eben zu Hause und er ist bei der Arbeit und ist da sehr erfolgreich und er schreibt ihr den ganzen Tag keine SMS und meldet sich nicht. Und sie sitzt dann zu Hause und ärgert sich und ruft Freundinnen an, aber die sind dann nicht erreichbar. Und dann geht der Tag so weiter und dann gegen 17 Uhr fragt sie, und wann kommst du heim? Dann sagt er, ja, wahrscheinlich so 19 Uhr. Aber dann eine Stunde später um 18 Uhr ruft er an und sagt, du, ich komm später heim, ich habe noch ein Geschäftsessen, willst du mitkommen? Und dann sagt sie, nein, ich komme nicht mit, weil die Geschäftsessen von dir sind meistens langweilig. Und dann geht er eben zu dem Geschäftsessen, ärgert sich aber, dass sie nicht mitkommt. Und durch den Ärger trinkt er dann relativ viel Alkohol bei dem Geschäftsessen. Und sie ist total angekäst und geht ins Bett. Sie hatte sich eigentlich zurecht gemacht, schon um 17 Uhr, weil sie denkt, er kommt, und hat sich geschminkt und schön angezogen und geht dann total frustriert um 9 ins Bett. Und er trinkt richtig viel bis 22 Uhr, kommt dann alkoholisiert nach Haus, hofft sie dann noch anzutreffen, aber sie schläft dann schon, weil sie angekäst ist, und es kommt zu keinem Sex in der Nacht. Und beide sind total frustriert und wachen am Morgen auf und dann beginnt ein neuer Tag. Also das war der Alltag, wie sie es mir beide beschrieben haben. Was könnte hier ein bescheuerter Ratschlag sein, den ich geben kann als Coach oder als Paartherapeut? Genau. Nicht nur so weitermachen, ich habe es noch ein bisschen extremer gemacht. Ich wünsche mir jetzt von euch, dass ihr das genauso eine Woche lang macht, weil in der Woche war die nächste Sitzung. Ihr müsst es genauso durchziehen. Ich habe das mitgeschrieben. Also ich hatte auf einer, hier hatte ich geschrieben, was die Frau macht, und hier hatte ich geschrieben, was der Mann macht, und richtig mit Uhrzeiten. Also wirklich 17 Uhr anrufen und sagen, ich komme nach Hause, sie 17 Uhr sich schminken, er 19 Uhr anrufen und sagen, es wird später und ich gehe zum Geschäftsessen.
Also jeder hatte so sein Skript von 8 bis 23 Uhr, hier der Mann, hier die Frau. Und ich habe gesagt, ich gebe Ihnen folgende Hausaufgaben. Sie müssen jetzt ab morgen dieses Skript akkurat durchziehen. Das ist das Einzige, was hilft. Wenn einer einen Fehler macht, dann ist es eine Abweichung. Und für eine Abweichung gibt es Strafen. Und die Strafe, das gehört auch noch zu der Intervention, die Strafe ist, wenn die Frau ihr Skript bricht, muss sie zur Strafe einmal mit zu dem Geschäftsessen am nächsten Tag. Aber wenn sie von dem Skript abweicht, muss sie als Strafe mit zu dem langweiligen Dings da mit den Kunden. Wenn er von seinem Skript abweicht, irgendwas falsch macht, muss er zur Strafe ihr eine liebevolle SMS schreiben und einen Kuss geben, wenn er, das war irgendwie auch noch so ein Thema, muss einen Kuss geben, wenn er nach Hause kommt oder so. Also drakonische Strafen für beide. Was vermuten Sie denn, was eine Woche später passiert ist? Ja, Sie haben schon am ersten Tag das Skript natürlich verlassen. Das wollte ich ja, in echt wollte ich es ja. Das war ja eine reine Provokation, zu sagen, halte das Skript sklavisch ein. Aber der Effekt war natürlich, dass die erstmal gemerkt haben, sag mal, wie bescheuert sind wir eigentlich? Es ist ja wie ein Schauspiel, ja, das natürlich in höchstem Maße noch systemisch ist. Das heißt, das eine bedingt das andere. Das ist ganz interdependent. Er trinkt ja nur, weil sie nicht dabei ist oder weil er frustriert ist, dass sie nicht mitkommt. Sie geht ja nur früh ins Bett, weil sie sich davor geschminkt hat und jetzt sauer ist, dass er keine liebe SMS geschrieben hat und so weiter. Also es ist ja in höchstem Maße interdependent und systemisch verzahnt. Das heißt, sie müssen beide sich klar machen, oh Gott, da ist so ein bescheuertes Skript und wir müssen beide von dem wegkommen. Ja, das heißt, sie haben es schon am ersten Tag gebrochen, haben dann aber auch diese Strafen wirklich gemacht. Das hat wirklich stattgefunden und ab dann ging es deutlich, deutlich besser. Also sie sind eben nicht mehr in diese, ja, das ist ein super Beispiel für eine Fixierung. Ja, wenn man immer so sein Ding durchzieht und natürlich auch eine gewisse Faulheit, keine SMS zu schreiben und vielleicht auch eine Feigheit, da nicht auszubrechen oder vielleicht auch eine Feigheit, nicht mal zu diesem komischen Geschäftsessen mal wieder mitzugehen. Und hatte so die Möglichkeit, und das Karikieren von mir war in dem Fall, dass ich es aufgeschrieben habe, dass ich wirklich so einen Fahrplan gemacht habe, wer was machen muss. Ja, aber das ist schon die ganze Intervention, das zu verdeutlichen, in was für einem Hamsterrad die beide drin hängen, eben auch noch verstrickt als Paar. Ja, so viel zu bescheuerte Ratschläge geben. Also weiter so, kündige, das hältst du durch, komm, mach das noch so ein bisschen weiter, du musst jetzt die Zähne zusammenbeißen, also wenn man irgendwie merkt, ein Arbeitsverhältnis ist ganz schlecht, dann sagen, da musst du jetzt durch, da musst du jetzt die Zähne zusammenbeißen, von nichts kommt nichts, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, irgendwelche so dummen Sprüche, weil er denkt, was ist denn das? Ja. Und dann merkt er hoffentlich selber, was ihm wichtig ist und hat die Möglichkeit, da ein bisschen rauszukommen. So, gibt es Fragen zu den 7 Techniken? Ja. Also das Beispiel, wie Sie das mit dem Pärchen im Antrag, ich finde das ganz toll, also ich finde das eine tolle Idee, fällt für mich jetzt gar nicht so unter den 7. Okay. Ja, also bescheuert war, dass ich Sie zwinge, dieses Skript einzuhalten, das ist das Bescheuerte. Wo ich schon weiß, die werden es, wenn es gut läuft, nicht machen. Es war eigentlich auch eine paradoxe Intervention und es war ein Doppeldings drin, weil es eigentlich klar war, dass es nicht einhalten werden. Und die Bestrafung war ja auch wieder noch was Positives, was für den anderen gut ist. Ja, stimmt. Ach so, okay, jetzt verstehe ich es. Ja. Also ich hoffe, dass meine Intervention nicht bescheuert war. Aber der bescheuerte Ratschlag war, dass man sich an irgendein Skript hält. Also eigentlich war es ja ein weiter so, der Ratschlag. Ich sage, bitte nichts verändern, bitte macht weiter, was ihr bisher gemacht habt. Ja, was genau das Gegenteil von dem ist, was ich will. Insofern ist es natürlich eine paradoxe Intervention auch. Genau. Genau. Ja. Aber wie so angehen? Wie so
Ganz, ganz genau. Das fände ich jetzt halt nicht so geschickt, weil dann bin ich wieder in der Rolle, dass ich den Leuten sage, was sie machen oder, und was sie nicht machen sollen. Ja, und das kennen Menschen, das ist das Muster, das aus der Kindheit kommt, wo die Mama gesagt hat, jetzt musst du dich aber ändern. Und galanter finde ich es, eben das über so einen bescheuerten Ratschlag. Aber natürlich geht es auch, man kann sagen, Mensch, merkt ihr das denn nicht? Ihr hängt ja voll im Muster. Ja, geht natürlich auch. Ja. Ja, ich meine, ich habe halt auch den Anspruch, was anderes zu machen, als was sein soziales Umfeld eh schon macht. So, und er hat jetzt irgendwelche guten Freunde und die haben wahrscheinlich genau die Methode schon angewendet, nämlich ihm gesagt, Mensch, komm doch mal raus aus deinem Hamsterrad, probier doch mal was anderes. Das haben bei der Frau schon drei besten Freundinnen und die Mutter gesagt und das haben bei ihm schon zwei Kumpels und sein Vetter gesagt. So, und jetzt kommt er zu mir ins Coaching und zahlt ganz viel Geld. Jetzt habe ich den Anspruch, irgendwas zu liefern, was er noch nicht hatte, aus seinem ganz normalen Freundes- und Bekanntenkreis. Und da mache ich halt so ein Ding. Weil irgendwie hat er ja von denen das Wesentliche noch nicht bekommen. Jetzt versuche ich es mal so. Ja? Ja. Klar, ja. Natürlich, also nochmal, das hört sich jetzt alle so an, als ob das die ganze Sitzung eine reine Provokation wäre, das ist ja nicht, das ist das Salz in der Suppe, aber ein wertvolles, ohne das schmeckt, ich sage sogar andersrum, ohne mindestens eins in jedem Coaching-Prozess fehlt das Gewürz und dann geht's gar nicht, aber genau, das ist so, immer mal so eingestreut ist es, ja, wie Gewürze eigentlich im Essen. Ja, ohne schmeckt es nicht. Aber natürlich spüre ich dann auch, dass es manchmal eben kontraindiziert ist, weil es nicht zur Persönlichkeit passt vom Klienten, weil es nicht zum Thema passt. Und dann mache ich irgendwie mit was anderem weiter. Ja. Und ich finde es ein wertvolles Tool, aber es sollte nicht ausschließlich verwendet werden und natürlich auch nicht überstrapaziert werden.